Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Matthias Klocker. Schönen Montag. Wer bei uns in Vorarlberg einen Termin beim Orthopäden oder beim HNO-Arzt haben will, muss oft sehr lange warten. Das soll ab heute besser werden. Und zwar bieten Fachärzte zusätzlich zu ihren regulären Sprechzeiten Termine an, die sie in ein Computersystem eintragen. Der Hausarzt kann auf diese extra Termine zugreifen und dann auch gleich eintragen. Dadurch sollen rund 1000 zusätzliche Facharzttermine pro Monat entstehen. Nach dem schweren Verkehrsunfall heute Morgen in Eck ist jetzt bekannt, dass der 17-jährige Beifahrer den Unfall nicht überlebt hat. Er ist noch an der Unfallstelle verstorben. Er war mit seinem Bekannten in Richtung Alberschwende unterwegs, als der Lenker die Kontrolle über den PKW verloren hat und über eine Böschung gestürzt ist. Der 18-jährige Lenker ist beim Unfall verletzt worden. Vergangene Woche forderte der Bludenzer Vizebürgermeister Mario Leiter Verstärkung für die Stadtpolizei und kritisierte Bürgermeister Mandy Katzenmeier. Doch der rudert jetzt zurück und wirft Leiter Panikmache vor. Die Landeskriminalstatistik weise für die Stadt und den gesamten Bezirk eine positive Entwicklung auf. In einem Zugabteil ist gestern ein 16-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Dornbirn von einem 20-jährigen Afghanen massiv sexuell belästigt worden. Der Mann soll unter anderem mehrmals versucht haben, das Mädchen zu küssen. Ein Zugbegleiter wurde auf die sexuelle Belästigung aufmerksam, als er die Jugendliche weinend im Abteil entdeckt hat. Gegenüber der Polizei hat der 20-Jährige alles abgestritten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.